Ja, die Frage bei der Aufgabe B ist, welche spezielle Lage hat diese Ebene im Koordinatensystem? Hier fehlt das x2. Und wenn eine Koordinate fehlt, dann haben wir eine Parallelität zu eben jener Achse. Das heißt, das x2 fehlt, damit ist die Ebene E parallel zur x2-Achse. Wenn zwei Koordinaten fehlen, zum Beispiel das x1 ist da, das x2 und das x3 fehlen, dann haben wir Parallelität zur x2 und x3-Achse. Das ist gleichzeitig parallel zu einer Koordinatenebene. Das ist parallel zur Koordinatenebene x1 gleich 0. Sowas. Und wenn alle drei 0 sind, dann haben wir keine Ebene mehr. Also wie gesagt, einer 0 Parallelität zu einer Achse, zwei 0 Parallelität zu einer Ebene. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Wäre es falsch, wenn man schreibt, die Ebene liegt auf der x1, x3-Ebene und schneidet x2 nur im Ursprung? Also die Ebene geht gar nicht durch den Ursprung. Und wir können die Ebene mal hinzeichnen. Also ich behaupte mal, dass das falsch ist, was Sie sagen. Per Ferndiagnose, ich zeichne mal die Ebene einfach hin. Das haben wir ja gemacht, das Zeichnen von Ebenen. So, müssen Sie Spurpunkte rechnen. Die Spurpunkte sind in unserem Falle der 400 beim x1. Hier ist die 4. 2, 3, 4. 2, 3. So, also das heißt, ich habe diesen Spurpunkt, das ist der 400. 400, das ist ein Spurpunkt. Der nächste Spurpunkt, oh, das ist ein bisschen ärgerlich, der geht nach unten. Ich mache das einfach anders. Also ich mache jetzt aus dem Minus ein Plus, weil sich es besser zeichnen und leichter vorstellen lässt. Aber ich könnte es auch zeichnen, ist aber nicht schön. So, und dann haben Sie diese Spurgerade und weil es parallel zur x2-Achse ist, und weil es da parallel ist, geht die Ebene so rüber. Manchmal zeichnet man da auch noch ein Ende hin, aber oftmals nicht. Das heißt, unsere Ebene liegt so drin. So, und das heißt, der Ursprung ist hier und die Ebene enthält den Ursprung aber nicht. Und das heißt, das ist aber parallel zur x2-Achse, das sollte jetzt so ein bisschen rausgekommen sein. Gut, damit habe ich Ihre Frage beantwortet. Sonst noch eine Frage dazu. Könnten Sie das noch mal erklären, wenn 2 0 sind? Was ist dann für ein Fall? Also der Fall, ich mache die x1, x1 gleich 7, kann ich ja nicht einzeichnen, tut mir leid, ist die Zeichnung zu groß. Ich mache mal die Ebene meinetwegen, was mache ich jetzt hier rein? Ich mache das ganz neu. Ich mache einfach eine neue Zeichnung. So, und das heißt, wenn Sie die reinzeichnen, aber das ist nicht schön, die zu zeichnen. Ich zeichne Ihnen hier in ein neues Koordinatensystem einfach mal erstmal die Ebene x3 gleich 2 ein. Die geht durch diesen Punkt. So, und jetzt, das ist der einzige Spurpunkt, den Sie haben. Das heißt, das ist parallel zu dieser Ebene hier. Und jetzt müssen Sie hierher gehen und im Geiste eine Ebene zeichnen, die parallel ist zu dem unteren hier. Und das sieht man hier so ein bisschen, dass das parallel sein soll. Aber für sowas gibt es gar keine richtige Anweisung, wie Sie es zeichnen. Ich zeichne es in der Regel so, dass ich da noch ein bisschen dahinter gehe. Bin ich jetzt hier mit einem dahinter gegangen, würde ich vielleicht noch ein bisschen symmetrischer dahinter gehen. So, und das heißt, das ist diese Ebene und diese ist parallel zu der. So, das heißt parallel zur x1, x2-Ebene, die heißt x3 gleich 2. So, und das können Sie natürlich parallel so reinzeichnen, dann sind Sie parallel zu der Ebene. Und ich habe sie jetzt parallel, ich habe so reingezeichnet und die dritte Parallelität, die Sie reinzeichnen können, ist dann irgendwie parallel zu der Ebene hier rein. Also das hier wäre zum Beispiel sowas, so eine Ebene könnte das dann noch sein. Und das wäre dann parallel zu der hier. Hab ich das jetzt Ihnen erklärt oder Sie totgeredet? Nein, das passt, danke. Gut, nächste Frage.